Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich möchte heute mit euch einen Kartoffelsalat machen. Dazu habe ich mir hier einmal schon 450 Gramm Kartoffeln im Thermomix gekocht und zwar für 15 Minuten auf Varoma Stufe 1. Ich habe die Kartoffeln wirklich in kleine Stücke geschnitten. Wir brauchen 6 Radieschen in dünne Scheiben geschnitten, 40 Gramm Lauchzwiebeln in dünne Ringe, 75 Gramm Gewürzgurken, die habe ich auch in so kleine Stücke geschnitten, 80 Gramm Frischkäse, ich habe hier einen Kräuterfrischkäse, Salz, Pfeffer, 4 Eier, hart gekocht und auch in Stücke, einen halben Teelöffel Knoblauchgranulat, 50 Gramm Schlagsahne, ich habe jetzt hier eine 7% Fett genommen, dann habe ich hier einen guten Esslöffel Schnittlauch in Röllchen geschnitten, 25 Gramm Gewürzgurkenwasser, 2 Esslöffel weinwürzigen Essig und einen Teelöffel Senfwendel brauchen. Es geht so easy. Das Einzige, was ihr machen müsst, sind natürlich die Sachen alle schneiden. Das ist so das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Und ihr seht, ich habe meine Kartoffeln auch schon einfach so ein kleines bisschen im Thermomix hier abkühlen lassen. In der Zwischenzeit habe ich mir dann hier alles andere vorbereitet. Und dann ist es wirklich so einfach. Ihr gebt die Radieschen mit dazu, die Lauchzwiebeln, die Gewürzgurken, die Eier und dann kommen jetzt noch alle Zutaten für die Soße mit rein und dann wird das Ganze noch vermischt. Ich werde das jetzt auch nicht im Thermomix vermischen, sondern wirklich einfach hier reingeben in meine Schüssel. Und dann nehme ich mir meinen Spatel und vermische das Ganze. Ich habe jetzt alles drin. Es wird nur noch miteinander vermischt und dann ist der Salat auch schon fertig. Ich habe das Ganze jetzt verrührt und wir probieren mal zusammen. Richtig lecker und vor allen Dingen sehr erfrischend. Den stelle ich jetzt gleich noch in den Kühlschrank, damit er ein wenig durchziehen kann. Und mache euch später ein schönes Foto, was ich wie immer hinten anhänge. Zutaten und Zubereitung findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.